Hallo und herzlich willkommen zum Gasstation Simulator. Mein Name ist Knorke, ich freue mich, dass du dabei bist. Ich habe jetzt einen Kommentar gelesen, wo drin stand, ich solle vielleicht doch die Waschstraße ausbauen, wegen nervig und so. Vielleicht war das ein dezenter Hinweis, dass ich dann Mitarbeiter da einstellen könnte. Wir schauen mal ganz kurz, was das kostet. Wir haben ungefähr 1.353 und 63 Cent haben wir ungefähr. Und wir gucken mal, was die Aktualisierung dort kostet. Die Aktualisierung für die Waschstraße würde kosten 1.500. Hier steht aber nichts von Mitarbeitern. Hier steht nur, erhöht die Haltbarkeit der Pumpe. Und da war ich jetzt ehrlicherweise noch nicht so genervt von, sondern vielmehr davon, dass ich... Oh, oder ich habe breitere Strahle. Oh, dass das vielleicht wieder so eine richtige Waschstraße nachher ist, dass hier Düsen rauskommen. Oh, das wäre natürlich sensationell. Sensationell wäre auch, wenn ich einen Mitarbeiter zum Reparieren schicke. Okay, der ist schon zum Reparieren gegangen. Dann würde ich dir gerne mal eine Pause gönnen. Und wir haben da unten gelernt. Einfach da unten klicken, dann werden alle Mitarbeiter bezahlt. So, Kunde an Kraftstoff. Natürlich kümmere ich mich da instant drum. So, wir tanken mal ganz kurz. Alter, der will aber echt viel haben. $63. Okay, schick. Ich weiß gar nicht, was der Rekord aktuell ist beim Kraftstoff, was wir da schon vertankt haben. Aber 63 klingt schon echt viel für einen Kraftstoffverbrauch oder beziehungsweise Verkauf. So, Angestellter, du ruhst dich gerade aus. Dann gehst du jetzt mal bitte Auto reparieren. Ja, so. Wir schauen mal ganz kurz nach, wie die Lagerware aussieht, Warenlagerung aussieht. Ich habe das Wort gerade gesucht. 6 Stück haben wir noch auf Stock. Okay, pass auf, dann kaufen wir auf jeden Fall mal Reifen nach. 6 Stück, dann haben wir wieder 12. Okay, wir kaufen 8 Stück nach, dann haben wir wieder 12. Kratzerentferner brauchen wir erstmal. Kaufen wir auch nochmal einen nach. Dann kaufen wir nochmal, pass auf, wir kaufen 3, dann haben wir auf jeden Fall 10 immer. Dann würde ich hier nochmal einen gerne nachkaufen. Hier 4. Hier eine und Kühlmittel haben wir sowieso 10. Okay, 1.100 können wir uns locker, aber wirklich locker leisten. Und unser Angestellter geht natürlich wieder in Pause. So, und dann zählen wir einfach mal alle. So ist es gut. So, wie sieht es aktuell mit unserem Warenbestand aus? Wir können hier natürlich wieder ein bisschen auffüllen. Sehr schön. Dann haben wir hier wahrscheinlich auch nochmal, dass die immer hupen müssen. Sofort, ne? Sofort. Die fahren rein, hup. Die fahren raus, hup. Die fahren hier vorbei, hup. Die fahren an die Tankstelle, hup. Immer, die ganze Zeit, nur am Hupen. Wir sollten vielleicht einen Hupen-Reparaturservice anbieten. Das wäre, glaube ich, die Geschäftsidee schlechthin. Wir gucken mal, Autos reparieren. So, ich war ja noch am Überlegen, ob wir Dekorationen kaufen. Interaktive. Der kostet 690. Könnten wir uns theoretisch leisten, dann hätten wir einen Basketballplatz. Oder... Zweite RC-Strecke, weil wir die auch so oft nutzen. Da würde ich erstmal von absehen. Riesenrad, 15.000. Nee, das schaffen wir nicht. Ey, warte mal. Apropos Riesenrad. Was steht denn hier auf der Zeit? Moment, ich guck mal ganz kurz. 22 Minuten. Okay, pass auf. Ich bin schneller. Ich habe trainiert. Oh, ich muss ja hier rein. Upsala. Ja, ich komme. Moment. Ich mach mal ganz kurz die Tür auf. So. Und dann können wir unseren Angestellten direkt wieder in Pause schicken. Aufgabe, leg eine Pause ein und bezahle deine Mitarbeiter. So ist es gut. So, dann laden wir einmal aus, laden das hier hin, gehen dahin, füllen einmal kurz hier das Lager auf, damit dann hier wieder ordentlich gearbeitet werden kann. Und hier Place All, jawohl. Und dann haben wir hier keine gekauft, das weiß ich. Ich wollte nur nochmal sicher gehen, ob wir keine im Lager haben. Wir haben hier aber, guten Tag, hallo, und 7 Batterien haben wir gerade mal eben aufgefüllt. Ja, damit können wir doch jetzt arbeiten. Dann sagen wir hier im Angestellten wieder, sprich, Aufgabenliste, ne, reparieren Auto, los geht's. Ich gehe zur Kraftstoff-Zapfsäule oder zu beiden eher gesagt. Oh, wir wollten die dritte bauen, ne? Stimmt, wir wollten eine dritte Zapfsäule bauen. Wir gucken mal ganz kurz, was sie kostet. Das habe ich nicht mehr so ganz auf dem Radar. Wir können aber mal nachschauen, ob wir uns die schon leisten können. Aktualisierung. War das unter Aktualisierung? Ich bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher. Autowäsche? Autowaschen. Ja, habe ich... Was heißt das hier? Ach so. Ja, stimmt. Das Lager. Könnte man natürlich auch machen, ne? Was wäre hier? Wir haben die Partyfläche. Das stimmt. Ein neuer Partyzeitautomat.
Rauchmaschine, $500. Ich habe noch nicht so ganz raus, was mir diese Party-Location bringt, finanziell. Um ehrlich zu sein, Dekoration, wo konnte ich hier nochmal aktualisieren? Nee, wo konnte ich hier nochmal aktualisieren? Macht ja auch Sinn. Wo konnte ich hier nochmal, Einrichtungen war das, glaube ich, sonstige? Ja, ich glaube unter sonstige, Parkplatz. Theoretisch könnte man noch einen Parkplatz kaufen, wir könnten aber auch lassen. Toilette könnten wir theoretisch kaufen. Zapfsäule, dritte Zapfsäule, kaufen wir. Und dann gehen wir einen weiter und Bushaltestelle haben wir ja sowieso. Sehr schön. Warte mal, ich habe gerade die Zapfsäule gekauft und trotzdem noch 1800. Das ist okay. Das ist okay. Sprich, ich denke da nie dran. Ich muss da noch dran denken, immer. Oben, unten auf Bezahlen klicken. Auf alle bezahlen zumindest. So, warte mal. Wir müssen mal ganz kurz gucken. Wir brauchen nämlich Lieferung, Kraftstoffvorrat auf jeden Fall. Und dann würde ich sagen, 200 Liter. Bam. Und wir haben immer noch 1320, wie auch immer. Das ist so geil. Okay, wir füllen einmal auf. Wo ist denn die dritte? Ist das jetzt hier die dritte oder ist hier die... Hier ist die dritte, ne? Aber da war doch die ganze Zeit schon eine, oder sehe ich das falsch? Ich meine, die da war... Ne, kann ja nicht. Warte mal. Wir tanken so, so und... Ah, okay, und so. Alles klar. Vor allem... Wenn wir hier eine Zapfsäule hätten, da wäre die Sicherheit gar nicht mehr gewährleistet, wenn die Leute hier rauskommen. Muss ja mal so dran denken. Ne, deswegen hätte das auch keinen Sinn ergeben, da eine Zapfsäule noch zu machen. Oder können wir jetzt mittlerweile schon mehr machen? Moment, ich gucke mal ganz kurz. Können wir die vielleicht nochmal aufstocken? Ich glaube aber nicht, oder? Wir schauen mal ganz kurz nach. Sonstige. Ich gucke nur ganz kurz nach. Parkplatz, 699. Toilette. Kraftstoffzapfsäule können wir keine mehr kaufen. Okay. Toilette. Ja, guck mal, wir müssten sogar noch zwei kaufen. Hier haben wir alle. Habe ich jetzt da oben schon mal gecheckt. Da oben haben wir auch alle. Und da Parkplatz, 699, kaufen wir. Dann haben wir da schon mal alle. So, komme ich da auch wieder raus? Okay, dann Kundenwerkstatt. Angestellter, sprich, Aufgabenliste, Auto reparieren, danke. So, Kunde an Kraftstoff. Natürlich an der letzten Säule, natürlich. Herr Officer. Nächstes Mal ein bisschen näher dran tranken, bitte. Ein bisschen näher ran, weil dann brauche ich nicht so weit laufen. Das wäre super nett. Dankeschön. So, ja. Ich komme. Moment, ich warte kurz. Jetzt drängt doch nicht so, guck mal. Wie aufdringlich die ranfahren. Immer so Step by Step. Wollen die noch anschieben oder was? Unfassbar. Komm schon. So, ich mach mal auf. Jetzt komme ich hier nicht mehr durch. Doch, ich komme noch mal. Habe ich die verschoben? Nee. Gut. Ich mache hier Hubverbot. Ich mache das so, jeder, der hupt, muss einen Euro in die Hubkasse zahlen. Was haltet ihr davon? Klingt doch sehr sinnvoll, oder? Sehe ich genauso. Wir machen das. So eine Hubkasse machen wir auf. Das ist zur Entschädigung meiner Ohren. Ich habe keinen Bock, so Mickey-Mäuse zu tragen hier. Also nicht Mickey-Mäuse wie von Disneyland, weißt du, so Haarreife, sondern so Mickey-Mäuse, dass der Lärm nicht da durchkommt. Da habe ich nicht so viel Lust drauf. So, wir gucken mal ganz kurz. Produkte, da wollte ich gar nicht hin. Ich wollte nämlich hier zu Autoteile, Reifen. Kauf mal wieder 8 Stück nach. 3 Stück davon, 1 da. 2 davon, 1 davon, 1 davon und Kühlmittel auch nochmal 1. So, sind wir bei 900. Ah, easy. Easy. So, Angestellter ist ja noch am Reparieren. Okay. Solltest eigentlich Pause machen. Nur so als Hinweis. Leg eine Pause ein und dann machen wir hier. So. Gut, dann Kraftstoff. Ich komme. Der Stress wird auch weniger, wenn man noch eine Kraftstoff-Subsäule hat. Mein Gott, was ist heute mit meinem Sprachgebrauch los? Okay, wir haben wieder 1000. Theoretisch könnten wir wieder Produkte kaufen. Ne? Also wir müssen ja auf jeden Fall wieder vor allem Zigaretten kaufen. Die laufen ja richtig gut hier. So. Zeitungen sehe ich noch nicht. Das hier können wir nochmal kaufen. Ice Cream können wir auch nochmal 2 Stück kaufen. Und Alkohol sowieso. Dann haben wir... Ah, Snacks noch. Snacks stimmt. So, haben wir.
600. Ich kann gar nicht so viel kaufen. Dass mein Geld weniger wird. 700. Okay. Nicht genug Platz, ne? Ja, habe ich mir gedacht. Okay, pass auf, dann machen wir nämlich jetzt Folgendes. Dann erweitern wir unser Lager! Errungenschaft freigeschaltet. Warehouse Level 3. Oh my goodness. So, Kunde in Werkstatt. Das ist gut. Dann schicken wir mal ganz kurz einen Angestellten dahin. Aufgabenliste. Oh, warte. Aufgabenliste. Leg eine Pause ein. Komm, kassier zu Ende. Jetzt. Okay, dann machst du nämlich hier Auto reparieren. Hätte ich eigentlich vorher schon, ne? Und du bedienst die Kasse. So, und dann machen wir hier einmal bezahlen. Dann Kraftstoff, ja, ich komme. Wir haben... Oh, stimmt, wir können jetzt mehr Kraftstoff speichern. Oh, nice. Okay, das ist geil. So, Lieferung ist auch da. Perfecto Mento. Werkstatt sind sogar zwei Kunden mittlerweile. So, einmal. Ich glaube, das ist die Autolieferung gewesen. Für die Werkstatt. Und die Ware, beziehungsweise das zum Verkaufen, kommt jetzt gleich, glaube ich. So, place all. Place all. Wir haben schon wieder 1100. Place all und place all, ne? Wow! So, jetzt bin ich gespannt, ob der Zusatzverkäufe macht. Die Zusatzverkäufe macht? Naja, aber 500. Hui! Dann machst du mal direkt Pause hier. Aufgabenliste, leg eine Pause ein. Jawohl, danke. Sehr schön. Okay, jetzt müssen wir aber wieder gucken. Weil wir haben 1800, ne? Das ist so unfassbar. Lieferung, Autoteile, Reifen. Reifen müssen wir auf jeden Fall immer da haben. Das auch. Das auch. Ja. Und hiervon nochmal ein. Dann haben wir 913. Wir haben eh noch genug. Kein Problem. Theoretisch könnten wir uns die Vakuumpumpe mal kaufen, ne? Irgendwann mal für 10.000. Ich weiß zwar nicht, was die kann, aber die ist bestimmt wichtig. Wir haben hier Level 4 Lager. Kraftstoffkapazität plus 300. Ui. Ja, ich glaube aber, das reicht erstmal. Ne? Also das, was wir jetzt haben aktuell, ist schon ausreichend, würde ich es fast behaupten. Sag mal, habe ich jetzt eigentlich die Ware nicht bestellt gerade? Zum Verkaufen? Die Verkaufsware, habe ich die eigentlich bestellt? Nee, ne? Und sieht nicht so aus. Ich glaube, die haben wir gar nicht bestellt. Oi. Okay, warte mal. Wir müssen jetzt auf jeden Fall erst nochmal Kraftstoff nachtanken. Bestellung. Dann. Ah, da kommt die Ware doch. Nee, das ist Auto. Wir haben gar keine bestellt. Oh je. Zigaretten. Einmal bestellen. Bestellen wir die, die und die. Dann Alkohol bestellen wir nochmal. Dann Snacks nochmal. Und Erfrischungsgetränke auch nochmal zwei. Und Autopflege auch nochmal zwei. Dann sind wir bei 400. Okay, dann können wir ja noch ein bisschen mehr bestellen. Dann bestellen wir nochmal Ice Cream, würde ich sagen. Und eventuell nochmal Zigaretten, die hier. 500. Dann Alkohol wahrscheinlich nochmal. Und Erfrischungsgetränke auch nochmal. So, dann sind wir bei 630. Ja, komm. Ist in Ordnung. So, Lagerhaus, ich komme. Ich bin sofort da. Ich wollte mal kurz gucken, wie mein neues Lager aussieht. Ja, eigentlich nicht ganz anders. Sieht irgendwie immer noch gleich aus. Ich habe jetzt irgendwie gedacht, wir hätten ein größeres Lager, aber... sie ist wieder da. Ja, sie ist wieder da. Geil. Dann können wir nämlich hier wieder schön Schabernack treiben. So, dann füllen wir hier einmal kurz auf. Und dann schicke ich sofort einen Mitarbeiter hier hin. Damit sie umfassend bedient werden. Und place all. Habe ich die Batterien wieder vergessen? Ja, natürlich. So. Und dann schicken wir Angestellten hier hin. Sprich, Aufgabenliste. Nein, nicht bedient die Kasse. Aufgabenliste, Auto reparieren. Das wollte ich machen. So, kommt sofort jemand. Einen Moment.
gucken Sie sich gern die Ware hier an. Ne? Vielleicht können Sie sich das ein oder andere noch mitnehmen. Käuflich natürlich. So, Kraftstofflieferung. Ja, yep, bin unterwegs. So, dann machen wir hier mal kurz auf. Gehen wir kurz auf. Dann laden wir den aus und dann gehen wir zu Kraftstoffsäulen, damit wir die Kunden und Kundinnen betanken können. Ey, warte mal, ich brauche ja gar nicht mehr hüpfen. Hier ist ein neues Regal. Cool. Okay. Nice, hat sich schon gelohnt. So, dann wollen wir jetzt einmal sofort hier auffüllen. Aber können wir jetzt eigentlich machen. So, dann schicken wir mal ganz kurz unseren Mitarbeiter in Pause. Leg eine Pause ein und dann bezahlen wir hier mal alles. So, dann haben wir, das hatte ich schon aufgefüllt, das stimmt. Dann haben wir hier keine Produkte mehr. Ich muss auf jeden Fall wieder Zeitungen kaufen. Definitiv. Dann placen wir all hier. Wir haben hier Alkohol, hätte ich mehr kaufen können. Ja, theoretisch. So, und Kraftstoff. Wie viel haben wir? 364 Liter. Nice. Okay, einmal. Nummer 2 und Nummer 3. So. 1500. Nicht schlecht. Nicht schlecht. So, dann fegen wir hier mal ganz kurz. Theoretisch brauche ich wirklich einen Mitarbeiter, der hier mal ein bisschen ganze Zeit sauber macht. Aber ich hoffe einfach. Vielleicht ist das ja mittlerweile gefixt worden. Aber damals war das echt nicht gut. Wo wir gesagt haben, hier, mach mal Tankstelle sauber. Das war richtig nicht gut. Wirklich. Das hatten wir, ich weiß nicht mehr in welcher Folge, das hatten wir auf jeden Fall schon mal ausprobiert. So, Entschuldigung. So. Und dann haben wir es jetzt schon mal. So, wie sieht es jetzt aus? Also, hier ist gefüllt. Hier haben wir... Ne, da wollte ich gar nicht hin. Wir gucken mal. Reifen. Okay, sieht noch gut aus. Reifen ist immer so ein Indiz, ne? Wenn da unter... Ja, okay, das ist schon wieder Mitarbeiter aufgestellt. Dann gehst du jetzt wieder Auto reparieren. Und... Wir könnten theoretisch schon wieder Reifen bestellen. Ja, machen wir auch. Komm. Bestellen wir mal wieder ein paar. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Da brauchen wir keine von. Da bestellen wir nochmal eine von. Hier nochmal eine. Kühlmittel haben wir noch genug. Reifen habe ich jetzt mal 6 Stück. 10 Stück. Einfach nur, weil ich was ausgeben wollte. So. Okay, dann machen wir hier 6 Stück jeweils. Dann sind wir bei 1000. Passt genau. Geil. Habe ich jetzt einen Angestellten da hingeschickt? Ja, Auto reparieren. Krass. Okay, jetzt bin ich gespannt, was die einbringen. Wahrscheinlich wieder um die 500. Da rechnen... 6 Euro wollte ich gerade schon sagen. 6 Dollar ist aber nicht so das, was ich mir erhofft hatte. Das dauert aber schon sehr lange mit dem Reparieren. Was macht die denn da? Hier ist gar keiner. Wieso ist hier keiner? Ich habe doch gesagt, Auto reparieren. Angestellter. So, jetzt gucken wir. Rennt da jemand? Nö. Warum nicht? Weil... So, nochmal. Aufgabenliste... Autos reparieren. Jetzt aber. Will nicht. Kein Bock heute oder was zum Auto reparieren? Okay. Dann legst du eine Pause ein und dann gehst du Auto... Ach nee, du nicht. Du gehst jetzt Auto reparieren. Hä, die rennt gerade zurück. Hä, was ist das denn? Okay, ganz komisch. Ganz komisch. Ich blick da jetzt gerade nicht durch. Hat die sich vielleicht verlaufen? Könnte sein. So, wir gehen mal ganz kurz zur Werkstatt. Guck mal, ich bin schneller als du. Und ich bin der Chef, ne? Ui. Okay, das hat sich gelohnt. Die Reifen, auf jeden Fall. Wir haben hier... Place more all.
Dann placen wir das hier natürlich alles. Und ich habe schon wieder die... Ich habe schon wieder das hier vergessen. Die Batterien. Irgendwie immer. Wie nein? War nicht gut. Hä? Das war doch ein besonderes Erlebnis, dass sie so lange warten durften. Verstehe ich jetzt nicht. So. Und... Jo, ciao. Und... Und... Ching. So. Mein Angestellter geht mal wieder in Pause. Aufgabenliste, leg eine Pause ein. So. Keine Produkte mehr. Oh, hier, habe ich die vergessen zu platzieren. Huch. Ja, das ist natürlich blöd gelaufen, aber Zigaretten sind jetzt da. Ihr könnt schmoken. So, dann haben wir hier noch. Und hier. Bringen wir... Ich sag ja, der erste Müllbeutel fällt immer in den Boden. Warum auch immer, ich weiß es nicht. So, was haben wir jetzt? 1000... Ja gut, aber wir müssen ja jetzt erstmal nichts mehr kaufen, ne? Wir sind ja sehr gut aufgestellt. Wir sind sehr, sehr gut aufgestellt. Die Vakuumpumpe wäre natürlich interessant. Oder der Handheld-Computer. Der Handheld-Computer wäre natürlich auch interessant. Oder Aktualisierung. Aktualisierung wäre natürlich auch nicht schlecht. Okay, das haben wir alles. Okay. Gut, dann Kraftstoff. Ja, ich komme. Müssen wir mal gucken, ob wir auf den Handheld gehen. Weil könnte echt Zeit ersparen. Obwohl, guck mal, ich renne ja auch immer hier hin und dann geht es eigentlich. So. Ich würde sagen, in der nächsten Folge gucken wir mal, was wir dann als nächstes freischalten. Da ist ja noch einiges zu tun. Ich bedanke mich fürs Zusehen, bedanke mich fürs Zuhören. Wünsche dir noch einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss.